In unserer Fabrik haben wir es heute mit einer sehr hohen Komplexität zu tun. Die individuellen Ansprüche unserer Kunden sind immer mehr gestiegen. Wir haben also immer mehr unterschiedliche Vorgänge abzubilden. Und dabei hilft uns natürlich die Digitalisierung oder das, was wir heute Industrie 4.0 sagen, sehr, um noch flexibler zu werden, als wir das ohnehin schon sind. Der wichtigste Schritt wird für uns sein, ein Echtzeitabbild unserer Fertigung mithilfe der Digitalisierung hinzubekommen und dadurch sehr entscheidungsfähig zu bleiben, auch am Shopfloor, also in der Fabrik direkt, ohne die Planung und Steuerung, in der Lage sind, schnell zu reagieren auf individuelle Auftragswünsche unserer Kunden. Am Ende ist natürlich schon so, dass dieses Industrie 4.0 nur von Menschen zum Laufen gebracht wird. Wichtig ist, dass die Menschen tatsächlich mit diesen Instrumenten umgehen können und umgehen lernen, dass sie also eigenverantwortlich mit dieser Echtzeitdatenbasis handeln. Sie kriegen ein bisschen neue Rollen. Die erste Rolle ist, sie werden ein Stück weit zum Sensor, um eben dieses Echtzeitabbild zu vervollständigen, weil manche Dinge halt eben nur der Mensch erkennen kann und nicht die Maschinen. Zum Zweiten werden sie Entscheider, weil sie jetzt ein wirkliches belastbares Datenbild haben. Und zum Dritten werden sie natürlich insgesamt mehr zum Akteur in der gesamten Auftragsabwicklung. Und letzteres bedeutet, dass wir zusätzlich mehr Überblickfähigkeiten über die Fertigungssteuerung haben müssen in der Werkstatt selbst. Das, was vorher die ERP-Systeme stärker gemacht haben, verlagert sich immer deutlicher in die unmittelbare Umsetzung der Aufträge. Sicherlich ist es schwer und immer wieder eine Führungsaufgabe, Menschen in solche Neuerungen mitzunehmen. Der einfachst erreichbare Erfolg entsteht dann, wenn die Menschen spüren, dass es ihnen hilft, dass es aus den Unzulänglichkeiten, die sie alltäglich empfinden, ein Stück weit besser wird. Und das ist uns in einigen Bereichen durchaus gelungen. Also gerade in Fellbach, in unserer neuen Fabrik, wo wir auch so einen Industrie 4.0 Campus eingerichtet haben und einige Beispiele schon umgesetzt haben, sagen die Mitarbeiter auch ganz direkt, macht weiter, das hilft uns, das bringt uns vorwärts und wir wollen es gerne nutzen. Dann haben wir Erfolg.